Fantastisch. Mal haben wir die ganzen Rauben verkauft. Warum? Ja, weil die meisten so langsam gingen und alles mögliche. Ja, weil sie alles Chaos machen wollten das letzte Mal. Ich mag das Langsame. Lass uns doch mal alles ein bisschen entschleunigen hier. Ja. Der Hektik, alles muss schneller gehen, jede Maschine muss größer sein als die hier vorne folgen. Passt doch nicht ein. Ja, wolltest du sagen, Flo, vorher? Hm? Wolltest du was sagen, aber du bist unterbrochen worden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich werde ständig unterbrochen. Ja, dann war es nicht so wichtig. Nee. War es dann auch wirklich nicht. Aber man könnte ja wieder mal wiederholen, dass die Zuschauer vielleicht mal ein paar so Mod-Vorschläge machen, was wir testen könnten oder was für Mods. Ja. Bei uns auf der Karte zum Beispiel. Mhm. Die wir noch nicht kennen. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr noch Vorschläge habt für tolle Mods oder wie man Mod testen soll, jetzt zum Beispiel Modder seid und denkt, ey, ich hab da einen geilen Mod, den möchte ich mal vorgestellt haben, ein bisschen breiteren Publikum vorgestellt haben, dann schreibt es auch in die Kommentare rein, da gibt es eine fantastische Bewertung. Na, haben wir beim Land Rover Dakar Mod jetzt schon gesehen. Der war zu 90% fantastisch. Und ja, auch generell freuen wir uns natürlich sehr über jeden Like und jedes Abo, was mich näher bringt an den Bikini. Und natürlich auch Kommentare. Wie viele Abonnenten haben wir jetzt? Jetzt aktuell Stand heute 957. Ja, sind ja nicht mehr viele. Ja. Nein, 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 viele sind es nicht mehr. Wer will Flo in Bikini sehen? Man muss auch dazu auch sagen, ich kann es nicht oft genug wiederholen und sagen. Und ohne die Zuschauer wäre das natürlich alles nicht möglich. Daher, Moment. Ich muss meinen Traktor kurz, meinen Mähdrescher kurz auf die Spur bringen. Dann kann ich es machen. So, Moment. So, da gibt es ein Herz für die Zuschauer. Ja, man muss sich auch mal bedanken, finde ich. Und auch bei den Mitspielern muss man sich bedanken. Das also, du musst sie dann schon rassieren, gell? Also, ja, ja, habe ich schon. Alles schon erledigt. Also, alles schon vorbereitet. Pinnezone und so. Ja, alles schon vorbereitet. Es war sehr schmerzhaft. So ein Epilierer. So ein Epilierer ist schon sehr schmerzhaft. Ja. Wachsen. Ich hätte dich gewachsen. Du hättest nicht gewachsen? Ja. War das ein Angebot? Dann schön langsam mal ziehen. Au, au, au. Ja, danke. Finde ich gut. Nicht. Ja, es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Oh ja. Aber es gibt, ich mache nie wieder so ein Special. Also nicht so eins, wo ich drunter leide. So? Nein. Wir werden schon dafür sorgen. Ja. Wie dann? Hast du noch Vorschläge für die nächsten Specials nach 1000? Ja, ich hab das schon oft genug gesagt, Ganzkörper so. Oder Ganzkörper wachsen. Alles, was nicht mit meinem Körper zu tun hat. Das ist mein Körper aus dem Spiel. Das ist mein Körper. Ja, das kann ja Hidan dann machen. So. Nicht ganz Körper, ja. Ja, wobei, stimmt. Im September bin ich ja Paintball spielen mit Hidan. Das tut weh. Ja. Ich überlege, ob ich davon ein Video mache. Also, ob ich meine GoPro mitnehmen. Ich habe so ein wasserdichtes Case dafür. Das müsste eigentlich auch Paintballkugeln aushalten. Wäre eine Option. Und dann oben so auf den Helm drauf. Kriege ich überhaupt einen Helm wieder? Bitte. Denk mal. Oder soll ich ohne Helm wieder was spielen? Ja. Kriegst du alles außer einem Suspensorium. Ja, den Eierschutz brauche ich. Was meinst du wieder? Denk mal schon. Du denkst schon? Ja. Ich dachte, du sagst irgendwie was so, nein, wir wollen dich ohne Schutz sehen. Also, ob du den dann nutzen darfst, ist die zweite Frage. So, Florian, hier ist deine Kampfausrüstung. Schön, dass du sie gesehen hast. Ich sperre sie jetzt in den Spind ein. So. Gute Reise. Gute Besserung. Gute Besserung. Dick Medienrad. Ja, das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ja.
Ich habe Mücken hier im Zimmer. Verdammt! Böse Mücke. Ach, oh, Zeit, das wird auf jeden Fall Worte. Ja. Doch. Ja, ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es so schnell geht in den Abonnenten. Ist doch ein bisschen überraschend, das Ganze. Also, du hast gehofft, du erreichst das nie. Ja. Um ehrlich zu sein, schon, ja. Aber jetzt bin ich auch froh, dass wir es trotzdem, dass wir jetzt in die Nähe gekommen sind. Jetzt finde ich es schön. Jetzt freut mich das. Das ist was wie eine zweite Lebensaufgabe geworden. Ach Gott. Die erste Lebensaufgabe ist meine Herzdame. Und die zweite ist dann, seid ihr. Also, der Lidan, der Showtech, der Kater und alle, die mitspielen, alle, die zuschauen, alle, die Videos toll finden. Das war die zweite Lebensaufgabe, ja. Lebensangelegenheit. Aber ich mach beides gerne. So. Lässt sich ja nicht abstreiten. Das ist schön. Ja, ja. Und wenn ich euch nicht so gerne hätte, wäre ich ja nicht so oft da. Ich habe gerade einen Twitter-Status durchgelesen. Stand da: Männer benutzen Liebe, um Sex zu bekommen. Frauen benutzen Sex, um Liebe zu bekommen. Ich benutze Kompons, um Pizza zu bekommen. Aber. Oder da hat einer ein Bild gepostet von seiner Tiefkühlpizza von Rewe, ja, und beschwert sich darüber, dass anstatt 5 Salami-Stücke 4 drauf sind. Ja. Rewe hat ja darauf geantwortet, hat so gesagt, ja, es tut uns leid, sonst was. Und drunter kam dann ein Bild von anderen Typen und er schreibt so, ey Bro, guck mal meine Pizza, ich habe deine Salami gefunden und hat 6 Stück drauf. Ja, das kenne ich, das Bild. Ich meine, man erwartet ja auch, dass da 5 Scheiben drauf liegen. Wenn da nur 4 Scheiben drauf liegen, wobei ich mich auch mal frage, wenn man 5 Scheiben Salami hat, man teilt sich die Pizza ja in 4 Stücke, ne? Wo soll denn die zweite, also wo soll denn die übergebliebene Die wird Scheiben? Geteilt in der Mitte. Ja, dann hast du aber trotzdem auf 2 Stücken, hast du die geteilt in 4 Teile. Da hast du unten am Ende immer so einen kleinen Nupsi. Ja. Und was ist, wenn die bei der Produktion nicht in der Mitte liegt? Dann musst du das machen. Fertig. Arbeit. Tja. Aber Hidan, ich hab einen guten Song für dich. Welchen? Von Deichkind. Like mich am Arsch. Tja. Das ist genau der richtige Song für dich. Hör dir mal an. Hör dir mal Deichkind. Ich höre mir den mal demnächst an. Oh, demnächst. Weißt du, wenn du ein Video postest, muss ich mir immer alles sofort erklären. Natürlich. Genau. So funktioniert die Welt. Nicht anders. Nee, so funktioniert der Kapitalismus. Das auch. Ja. Also nicht schlecht, ich gehe mal schnell Zigaretten holen. Okay, ich komme mit. So werden Zukunftspläne zerstört. So. So, jetzt habe ich das Richtige gefunden mit 5 km/h hier Kobern. Das weißt du. Ach, du hast denn die Raupe gekauft? Ach, meine Raupe, ich brauche meinen alten Schrott. Ich frage mich sowieso, wieso haben wir bloß eine Raupe hier drin? Ich hätte doch. Ihre 5er waren das doch. Wo sind denn die alle hin? Hast du da irgendwas rausgenommen, Tom? Nein. So. Du hast noch 2 hier drin. Die eine, wo du nicht anhängen kannst, die C60 und die hier. Das, wir haben eine Raupe, an die man nichts dranhängen kann. Die C60, die ohne Kabine, das ist das ganz alte Ding. Da kannst du nichts dranhängen? Ja, dranhängen schon, aber der hat keine Treibpunktaufnahme. Ah. Ich verstehe. Kannst du bloß irgendwas hinterher schleppen? Raps Transportfirma. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Raps drin. Ja, ich bin gerade voll. Du bist voll, achso. Rapsfirma da drüben. Ja, hier dann? Ist nicht meins, das Video. Nee? Nee. Du sollst auch den Text dazu anhören. Ja, ich habe den Text schon angehört, aber. Ja. Du bist so ein Kulturbanause. Ja. Liebe Zuschauer. Kann nichts dafür, wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitze, Mozart höre und Beethoven. Ich komme halt dazu keiner Kultur. Nee. Das, Mozart ist auch nicht meins, wenn dann Wagner. Wagner? Wagner Steinhofen-Pizza? Ja, die ist lecker.
Nee. Und hör mal die Stücke drauf an, die er drauf spielt. Ja, Thunfisch, Salami, Schinken. Hey, Schinken. Wenn du auf eine heiße Pizza drauf haust, ja, dann machst du auf jeden Fall einen Ton. Das stimmt, ja. Einen schmerzhaften Ton. Ja, das hatten wir nicht gerade letztens über Schmerzen gesprochen? Ach ja, das, wir wollten ja ein neues Let's Play-Format einführen, beziehungsweise Shotek wollte das einführen. Und zwar möchte Shotek in Zukunft bei jedem Let's Play eine Webcam mitlaufen lassen. Er wird sich dazu dann einen Ofen in sein Zimmer reinstellen. Den Ofen wird er anmachen, also ein Herd, und sich auf die heißen Herdplatten draufsetzen. Und jedes Mal, wenn er stirbt, stellt er eine Stufe höher. Habe ich dir das nicht vorgeschlagen, Flo? Nein, habe ich mir gerade selber ausgedacht. Stimmt, so hohe Einstellungen gibt es bei Öfen nicht. Da spielen wir auch dann wieder GTA. Oh ja. Ja. Ich gehe mal schon mal Munition kaufen. Ja. Nee, aber ich glaube, das wäre wirklich ein sehr, sehr schmerzhaftes Format. Das, Hast du schon mal dieses eine Pong-Spiel gesehen, was es in Japan gibt? Pong? Da musst du eine Hand auf eine Platte legen, ja, und in der anderen Hand spielst du halt das Pong-Spiel gegen anderen. Ja. Und immer wenn du einen Punkt verlierst, passiert irgendwas, was wie die Platte wird heiß oder du kriegst einen Stromschlag oder einfach so eine Lederriemen haut dir voll auf die Pfote. Und wenn du loslässt, die Platte, hast du verloren. Überschnitt sagen. Ja. Die sind ein bisschen pervers in ihren Shows. Ja. Das sind Asiaten. Aua. Ja. Das klingt aber sehr unterhaltsam, ja. Leider habe ich nicht so eine Platte. Was mit Elektroschocks und Feuer, das können wir auch selber machen. Ja. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Hat bestimmt von uns auch einen Gürtel, den wir dir vordrücken. Natürlich mit der falschen Seite, wo die Metallschnalle dran ist. Au. Ich muss noch spielen, das ist hier. Die Hände sind mein Arbeitsmaterial. Dann spielst du halt, was weiß ich, nur noch mit der Maus, Klickspiele. Ja, verdammt. Oder Rennspiele brauchst du auch nur zwungenerweise eine Hand. Rennspiele? Klar. Brauchst du nur Gas geben, bremsen ist immer egal. Ja, stimmt. Aber wenn ich mit Gamepad spiele. Mit so viel wie der normale Mensch. Was meinst du? Normale Menschen spielen ja. Weiß ich auch nicht. Oder Lenkrad. Brauchst du auch nur eine Hand? Stimmt. Da bin ich der Mr. Cool Driver so. Mr. Bean brauchte gar keine Hand. Der hat sich mit Lenkrad mit den Zehen gelenkt, der sich die Zahnbürste mit Zahnbürste voll gemacht hat. Stimmt. Ach, Flo, du bist schon so ein Held. Was denn? Was? Was hab ich jetzt wieder gemacht? Da ausgestiegen wird. Ja, natürlich, der ist noch leer. Ich habe ihn ja schon leer gemacht. Jetzt. Wo bist du hingefahren damit? Oben zur Windmühle. War nur 1% drin, das war wahrscheinlich irgendwie, habe ich wahrscheinlich mehr Benzin verbraucht, als wir eingenommen haben. Vermute ich einfach mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen bei dieser neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2015 hier bei Let's Multiplay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch sehr, sehr gerne ein Abo. Schaut bei anderen Videos vorbei. Bis zum nächsten Mal, sagt Florian von Let's Multiplay.